Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zu meinem Flohmarkt-Video eingeschaltet habt, obwohl ich heute keinen mega großen Fund euch präsentieren kann. Aber dafür habe ich hier auf dem ersten Flohmarkt dann direkt zwei G4-Ponys gefunden. Und das wird wahrscheinlich einige der weiblichen und vielleicht auch den einen oder anderen männlichen Zuschauer ein bisschen freuen. Es sind ganz, ganz neue, also ich würde sagen, das waren so ziemlich die letzten G4, die erschienen sind. Ihr könnt das an den Gesichtern vielleicht erkennen, wenn ihr schon ein paar von den G4 in den Händen gehalten habt. Die Augen sind ein bisschen anders und ihr seht es auch an der Schnute. Hier bei Fluttershy, die Schnute ist offen. Etwas ungewöhnlich, die ersten G4 sahen doch ein bisschen anders aus. Gehen wir hier direkt weiter zum nächsten Stand. Ihr seht viele Modellautos, da waren auch DVDs, das hat mich nicht interessiert. Da unten seht ihr, da war eine Kiste mit Comics. Und zwar mit Mickey Mouse Comics. Ich meine, ich kann es nicht mehr genau sehen auf dem Bild, aber ich meine, die waren von 88 oder von 81 oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich war in dieser Kiste eigentlich nur, weil ich ganz bestimmte Ausgaben der Mickey Mouse suche und nicht die Mickey Mouse an sich. Ich fange jetzt nicht an, auch das noch zu sammeln, das wäre eine absolute Katastrophe. Und zwar suche ich die Mickey Mouse Hefte von 1987, Nummer 32 und 40. Und vielleicht wisst ihr das, die Moto-Sammler unter euch, in diesen Ausgaben waren nämlich Moto-Comics drin. Und ich habe es mir jetzt zum erklärten Ziel gesetzt, ich gehe ja häufig mit irgendwelchen Zielen auf Flohmärkte, dass ich diese Comics finden möchte. Und die Moto-Comics da drin, ja, mal gucken. Ist es ein Ziel? Dann läuft man nicht immer so ziellos über die Flohmärkte, weil Ponys, wisst ihr ja, die alten Ponys, ist ziemlich mau. So, gehen wir weiter. Hier kaufe ich etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Hier in der Kiste könnt ihr das schon sehen. Ja. Ja, die Perücke hätte ich fast mitgenommen für jemanden als Tarnkleidung, also als Tarnperücke. Aber ich glaube, derjenige hätte sich nicht darüber gefreut. Also ihr seht, hier ist so eine Kette und ein Skelett. Genau, wir haben es hier mit Halloween-Deko zu tun. Die war nicht für mich, sondern die habe ich einer Freundin mitgebracht, die nämlich sehr auf solche Halloween-Artikel steht. Ich selber kann damit auch nicht so viel anfangen. Ich finde das ganz cool, auch wenn man Halloween zum Beispiel in Deutschland extrem groß zelebriert. Das war ja früher nicht so. Ich habe es zwar mal in den 90ern kennengelernt und bin auch als Kind verkleidet mit Freundinnen durch die Gegend gelaufen. Aber wenn man dann irgendwo an den Haustüren geschellt hat, haben einen die Leute dann nur etwas verwirrt angestarrt und gehofft, dass man einfach schnell wieder verschwindet. Na gut, wir waren über und über mit Ketchup eingeschmiert. Also das war wahrscheinlich schon ziemlich eklig. Und nach einer Weile riecht das auch sehr, sehr unangenehm. Aber gut, so waren wir halt. Ah ja, okay. Was soll das hier kosten? 3 Euro. Ich glaube, sowas hat großartig, diese Ketten. Und wie ich im Nachgang hörte, wurden sie auch schon getestet und das nicht nur als Deko-Element. Und das Skelett da? Das Skelett 2 Euro. 5 Euro zusammen. Ja. Haben Sie auch einen Beutel zufällig? Weil ich glaube, dafür habe ich keinen mehr. Das wäre super. Dann mal gucken, obwohl ich hätte. Ob der reicht hier? Ah. Hoffentlich gucken jetzt keine Leute, die mich kennen, zu. Die denken. Rad und Maso. Genau. Ich bin ganz brav. Ja, viel Spaß damit. Oh Gott. Danke. Ich danke auch. Viel Erfolg euch. So, dann sind wir am nächsten Stand. Da habe ich mich ziemlich lange aufgehalten. Ihr seht, hier sind alte CDs. Da war was von DJ Bobo. Hier diese Laura, ich meine, die hat bei Marienhof mitgespielt. Eine Serie, die ich auch nicht geguckt habe. ARD oder ZDF. Ich fand das eigentlich ganz spannend. Hier Blümchen, das kennt ihr auch alle. Ich fand es eigentlich ganz spannend, einfach mal die CDs durchzuwühlen und sich so ein bisschen durch die 90er Jahre, meistens ja doch Eurodance-Musik, durchwühlen zu können. Oder das war schon gar nicht mehr richtig Eurodance, sondern eher so Mitte 90er, würde ich sagen. Hier waren noch mehr von diesen Singles, also Maxi-Singles, die man früher kaufen konnte. Heute streamt man ja alles oder kauft es online. Eine meiner ersten Singles war dieses All for One, I Swear, das weiß ich noch. Da haben eine Freundin und ich sogar unsere
unsere eigene Textzeile oder unsere eigenen Textzeilen zu kreiert. Das war sehr lustig, wenn wir das dann gemeinsam gesungen haben. Ich meine, ich habe das irgendwo noch auf Kassette. Na, egal. Nicht hier. Ja, Rednecks Cotton Eye Joe. Kennt ihr auch. Sehr cool. Da war noch irgendwas von Blümchen. Weiß gar nicht, was aus denen geworden ist. Also da müsste ich eigentlich mal googeln. Das ist ja gerade das Spannende. Das sind diese häufig One-Hit-Wonder. Gut, Take That nicht. Aber von diesen anderen, die haben vielleicht eine gute Single rausgebracht oder ein paar und danach hat man nie wieder was von denen gehört und weiß gar nicht, ob die vielleicht in der Pommesbude zwei Städte weiter arbeiten oder so. Das wäre vielleicht mal interessant, nach dem einen oder anderen zu googeln. Hier war ich an einem Stand, ihr seht es schon, PS1-Spiele, 4 Stück, 2 PlayStation-Konsolen, die weniger interessant waren. Nehme ich sowieso nicht mit, aber ihr kennt das ja. Was kostet ein Spiel? Ein Spiel mit der Nutzung. Ach, was heißt das? Alles oder wie? Ja. Ach so, okay. Ja, was muss ich fragen? Ich brauche sowas nicht. Nein, ich wollte Spiel. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, 5 Euro oder sowas? Unter 5 Euro habe ich nicht, sag ich ja wirklich. Ach so, okay. Also Sammler mal, da warte. Okay, ja. Also ich habe nichts mitgenommen. Hier an dem Stand, da war ich schon auf einem Dorfflohmarkt, habe ich dann ein Nintendo DS-Spiel gefunden, was ich auch mitgenommen habe. Hier dieses Mega Man 5. Der Junge hinter dem Stand wollte dafür 2 Euro haben und er hat natürlich auch seine 2 Euro von mir dafür bekommen. Da waren da ein paar PS4-Spiele. War nicht so interessant. PS3, hier dieses Naruto, das sagte mir... Naja, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal in der Hand gehabt, aber es hat mir bisher nichts gesagt. Dieses Super Smash Bros. Für die Wii U habe ich einfach mal so mitgenommen. Dieser Pikachu da drauf sah irgendwie sehr putzig aus. Und ich habe gedacht, naja, ich habe noch kein Wii U-Spiel. Wer weiß, ob ich irgendwann mal eine Wii U habe. Oder wie auch immer, sieht auf jeden Fall nett aus, das Cover. Einmal kontrolliert, ob auch alles dabei ist. Guter Zustand, ich denke, das kann man machen. Ja. Soll das Wii U kosten? Ja. 10? Nee. Die sollten doch 2 kosten zuerst. Ja, 7 Euro. Ist doch cool. Ja, das ist auch cool. Alles gut. Ja, ja. 7 Euro, bestimmt. Ja. Lukas ist noch nicht wach. Alles gut, ich bin auch noch nicht wach. Oder ich werde, glaube ich, heute auch nicht wach. Aber egal. Ach. Super, ich danke. Danke auch. Viel Spaß. Tschüss. Danke. Ciao. Nächster Stand, das war ein Stand von einem kleinen Mädchen. Ihr seht, es ist über und über pink, rosa Pastell. Viele Philipponys, ganz, ganz viele Philipponys. Aber da waren auch ein paar G4. Und dieses G4 in Blau, Blau ist ja eine meiner favorisierten Farben, mochte ich und mag ich sehr gerne. Deshalb habe ich das auf jeden Fall mitgenommen. Habe ich zwar schon, aber egal. Man kann ja nie genug Ponys haben. Zumindest von denen, die man mag, nicht. Da lag noch eine Pinkie Pie. Die habe ich auch mitgenommen. Da dieses Twilight Sparkle müsste das sein. Das war ein McDonald's Pony, das wollte ich nicht mitnehmen. Da seht ihr auch noch so ein pinkes Fake. Mit der Zeit lernt man, die voneinander zu unterscheiden. Aber auch wenn ihr die zum Beispiel in die Hand nehmt, merkt ihr, dass Fakes ganz oft sehr leicht sind. Und vielleicht nochmal für die, die häufiger Ponys finden, dreht die um, schaut unter die Hufe und es ist nur ein Original, wenn ihr das typische Copyright-Zeichen habt. Und hinter dem Copyright-Zeichen ist entweder eine 2- oder eine 4-stellige Jahreszahl. Dann habt ihr es mit einem Original-Hasbro-Pony zu tun. Egal, was sonst drunter steht. Nur dann ist es ein Hasbro-Pony. Nächster Stand. Hier gab es viele Schallplatten, die sieht man vielleicht jetzt nicht unbedingt. Nachher noch ein paar Bücher und CDs, aber da waren auch ein paar Kassetten und da habe ich hier diese Jan Tenner und die 5-Freunde-Kassette mitgenommen. Ich habe ja mittlerweile eine echt stattliche Kassettensammlung und ich brauche unbedingt mal wieder den einen oder anderen Kassettenkoffer, weil die schon meine Schublade im Schlafzimmer explodiert langsam. Die sind zwar alle schön geordnet da drin, aber ich bin ja nicht so ein Fan von sowas. Sowas einfach lose zu lagern. Deshalb hoffe ich, dass ich mal irgendwann einen ordentlichen Kassettenkoffer finde. Entschuldigung, was wollen Sie für eine Kassette haben? 1 Euro. Okay, dann nehme ich die beiden mit. Moment. Hier dieses Tim und Struppi
Comic, das sah schon ziemlich zerranzt und kaputt aus. Ich glaube, das habe ich auch, habe ich deshalb nicht mitgenommen. So, am nächsten Stand. Wieder auf dem Dorflohmarkt. Kisten mit Kleinkram. Das wollen wir auch nicht machen, den auf Fötchen. Was müssen wir überhaupt für die Farbe? Irgendwelche Figuren, mit denen ich nicht wirklich was anfangen konnte. Ich glaube, irgendwie McDonald's müsste dabei gewesen sein. Und dann hatten wir hier den Petspender. Und ich habe hier eine Freundin, die in Wien wohnt. Die sammelt die und ich habe einen kleinen Karton, den sie dann demnächst auch bekommt. Und vielleicht erinnere ich sie an dieser Stelle einmal, weil sie schaut ja auch die Flohmarkt-Videos, dass sie mir doch mal die Adresse von ihrem Freund zukommen lässt, weil ansonsten kann ich das Päckchen nicht auf den Weg schicken. Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Ja, genau. Ja, machen die extra. Ja, ich guck nur noch mal da. Ich guck noch mal da. Ist auch ein Freund, der singt. Du musst dir mal den Mund leihen, damit er mal auf dem Park spazieren kann, damit der Junge bessere Chancen hat. Natürlich. Hier waren ein paar Brettspiele, aber das sagte mir alles überhaupt nichts. Und ihr seht da schon so ein PlayStation 2 Spiel. Hier waren auch noch so ein paar Spiele, Blu-rays, DVDs gemischt, Xbox 360, aber danach habe ich jetzt nicht geguckt. Hier dieses Xbox Classics, dachte ich mir, das ist wie die Silberedition wahrscheinlich für die PS1-Spiele, aber hier dieses reguläre Xbox-Spiel, das wollte ich dann mitnehmen. Was soll das kosten? 1 Euro. Gut, dann nehme ich das beides mit. Das darf ich auch mal schleppen. Ja, ja. Dankeschön. Danke. Nö. Achso, ich nicht. Ja, Sie. Ach nee, ach lassen Sie, 20 ist egal. Alles gut. Danke. Und hier seht ihr es schon, diese typischen alten Kassettenkästen, die man sich an die Wand hängen konnte. Alf, TKKG, das glaube ich Bibi und Benjamin Blümchen auch irgendwo zwischen. Alles Mögliche, auch Flitze Feuerzahn. Das war das Richtige für mich. Da stand noch ein Herr vor mir, deshalb kam ich da nicht richtig dran und musste ein bisschen warten. Hier ist so eine Alf-Kassette. Und da habe ich mal eine Frage. Also ich bin mir nicht sicher. Es gibt ja diese Doppelfolgen hier wie von dieser Alf-Kassette. Ist das zufällig aus dem Bertelsmann-Club? Oder könnt ihr euch noch daran erinnern, aus welchem Grund und von welcher Quelle her diese Doppelfolgen entstanden sind? Das habe ich nämlich auch schon von Barbie gesehen und von, ich glaube es war Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen. Aber ich kann mich nicht mehr an den Zusammenhang erinnern. Also wenn es einer von euch weiß, dann darf er mich da gerne aufklären. Ihr seht, ich habe hier viel mitgenommen. Da halte ich gerade in meiner Hand das verrückte Labyrinth. Und da habe ich hart überlegt, was ist das? Das hast du noch nie gesehen. Du kennst nur das Spiel. Also ich glaube, jeder kennt das Spiel und seine gefühlten 300 Varianten, die es mittlerweile gibt. Aber ich kannte nicht diese Kassetten. Es gab da das verrückte Labyrinth, Folge 1 bis 3. Und ich habe erst überlegt, nimmst du die mit oder nicht? Hab sie aber dann liegen gelassen. Und hinterher habe ich mir gedacht, als ich mal im Internet geguckt habe, hätte sie besser wohl doch mal mitgenommen, weil die gar nicht so günstig sind. Naja, gut. Also wenn ich die da nochmal sehe, dann werde ich sie mitnehmen. Und ein kleiner Hinweis vielleicht hier zu meiner Hose. Dieser Stoff von dieser Hose, von der ich ungefähr 2 Stück oder 3 Stück besitze, ist so schrecklich. Und die Haare, die ihr da seht, das sind alles Haare von meinem Kater Louis. Nicht, dass ihr denkt, ich laufe mit dreckigen Hosen auf den Flohmarkt. Nein, die sind immer frisch gewaschen und die kommen dann
Ich habe keine Ahnung, ich gehe durch die Wohnung, frisch gewaschene Hose und nach 2 Minuten habe ich überall Louis-Haare. So schnell kriege ich diese Haare gar nicht mehr da ab. Also das ist eine absolute Katastrophe. Also so einen Stoff werde ich mir nicht nochmal holen. So, jetzt hat es auch jeder gesehen. DuckTales-Kassette, es waren noch Ottifanten war dabei. Ich habe mittlerweile den Überblick verloren, welche Folgen ich genau besitze und ich habe auch keine Liste mehr, wo ich dann immer schön abstreichen kann, so wie bei Benjamin Blümchen und bei Bibi Blocksberg. Deshalb nehme ich die immer alle einfach mit und die, die ich doppelt habe, die werden dann getauscht. Gegen irgendwas. So, ich habe mir hier 7 Stück ausgesucht. Geben Sie mir die auch für 5? Ja. Gut. Oh Gott. Dankeschön. Alles klar, danke schön. Schönen Tag noch. Tschüss. So, ihr Lieben, ich fürchte, das wird eine extrem kassettenlastige Folge heute werden. Hier sind schon wieder Kassetten. Sehr durchmischt. David der Kabauter. Entschuldigung. Das habe ich mitgenommen. Das ist auch eine ältere. Diese ganzen Disney-Kassetten sind nicht so ganz meins. Also ich habe davon als Kind auch welche gehabt. Ich meine, König der Löwen hatte ich auf jeden Fall, war aber nicht so begeistert, weil das als Kind hätte ich das immer gerne gehabt, einfach komplett den Film in einer Variante auf einer Kassette zum Einschlafen. Aber das Problem war, dass mit diesen Disney-Kassetten, die ich kenne von den großen Disney-Filmen, dass da immer nur Teile aus dem Film waren und dann zwischendrin ein Erzähler sozusagen die Zwischenparts erzählt hat. Und das mochte ich nicht. Deshalb mag ich die heute auch nicht sammeln. Und hier seht ihr diese kopierten Cover von Benjamin Blümchen Kassetten. Da kann man davon ausgehen, dass da wahrscheinlich keine Originalkassetten drin sind. Das habe ich als Kind nämlich auch gemacht. Ja, das darf man natürlich nicht. Heutzutage wäre das ein wirklich großes Vergehen in unserer doch sehr rechtlich abgesicherten Welt. Da würde man sehr viel Ärger bekommen. Aber damals, in den 90ern, war das nicht so das Problem. Habt ihr gesehen, der lila Launebär mit Matti? Da gab es ja auch eine Sendung, ich glaube, war das Tele 5 oder RTL? Natürlich auch gesehen, immer. Wir waren ja schon TV-Junkies, wir als Kinder. Ich glaube manchmal auch, dass dieses Streaming-Fernsehen mit den Serienmarathons für uns Kinder der 80er und 90er Jahre gemacht wurde. Das ist auch so eine Digimon-Kassette, kannte ich gar nicht. Die ist dann Ende 90er, vielleicht auch schon früh 2000, obwohl ja in den 2000ern Kassetten ja sehr unbeliebt geworden sind. Und also da sind die meisten ja schon auf CD umgestiegen, was dann heute nicht mehr so beliebt ist. Da gibt es ja die Toonies für. Da muss ich auch mal schauen, dass ich jemanden so ein paar Toonies organisiere. Aber die sind ja noch gerade so in, deshalb sind die auch nicht günstig. Das ist nicht ihr Stand, ne? Wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber das ist meine Nachbarin. Ah, okay. Ja, da komme ich gleich. Dann nehme ich die 4 Stück. Ja. Schmeißt du doch 6 Euro. Ah ja, genau. Du bist so aufgeregt. Ja, bin ich. Ist das das erste Verkaufsgeschäft des Tages? Ja. Oder? Na, dann kann man auch aufgeregt sein. So, Augenblick. Jetzt nehme ich nämlich... So. Ja, ja. Augenblick. Dankeschön. Wir haben zu danken. Ja, dann viel Erfolg. Ne? Ja, danke schön. Und damit wären wir dann für heute am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr kommentiert, liked, abonniert, macht was auch immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.